Zauberer der Kirin-Tor. Ich bin Arthas, der erste Todesritter des Lichtkönigs. Ich verlange, dass ihr eure Pforten öffnet und euch der Macht der Geißel unterwerft. Seid gegrüßt, Prinz Arthas. Wie geht es eurem edlen Vater? Lord Antonidas, es besteht kein Anlass, höhnisch zu sein. Wir sind auf eure Ankunft vorbereitet, Arthas. Meine Brüder und ich haben Auren geschaffen, die jeden Untoten vernichten, der sie passiert. Eure mickrige Magie kann mich nicht aufhalten, Antonidas. Zieht eure Truppe zurück. Sonst müssen wir unsere geballte Macht gegen euch entfesseln. Entscheidet euch, Todesritter. Ich spüre, dass drei Zauberer diese Auren aufrechterhalten. Findet und tötet sie und die Auren verschwinden. Es quält mich, euch nur anzusehen, Arthas. Ich mache euren Qualen gern ein Ende, alter Mann. Ich sagte euch doch, eure Magie kann mich nicht aufhalten. Das Zauberbuch gehört euch, Lich. Nehmen wir es und verschwinden wir, ehe die Zauberer zum letzten Angriff rüsten. So ist es. Ich beginne die Herbeirufung von Lord Archimond bei Sonnenuntergang. Der Kreis der Macht wurde nach euren Anweisungen vorbereitet, Lich. Seid ihr bereit, die Herbeirufung zu beginnen? Fast. Ich habe Medivhs Zauberbuch durchgelesen. Sein Wissen allein über Dämonen ist erstaunlich. Ich vermute, er war mächtiger, als man je gedacht hat. Nicht mächtig genug, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, das steht fest. Begnügt euch damit. Was er angefangen hat, bringen wir zu Ende. Heute! Lasst die Herbeirufung beginnen. Kommt herbei, Lord Archimond. Tretet ein in diese Welt und wärmt uns mit eurer Macht. Erzittert, Sterbliche, und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Gut gemacht, kleiner Lich. Mein Plan ist perfekt aufgegangen. Lord Archimond, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Ausgezeichnet, Tichondrius. Da mir der Lichtkönig nicht mehr von Nutzen ist, werdet ihr Schreckenslords nun die Geißel kontrollieren. Wie ihr wünscht, Lord Archimond. Bald werde ich den Befehl zum Beginn der Invasion geben. Aber vorher statuiere ich ein Exempel an diesen armseligen Zauberern, indem ich ihre Stadt in Schutt und Asche lege. Das muss ein Witz sein. Was wird jetzt aus uns? Habt Geduld, junger Todesritter. Der Lichtkönig hat auch das vorhergesehen. Ihr werdet noch eine Rolle in seinem Meisterplan spielen. Agir, Udal, Nutarus. Dal Taro, il Dask Lakum.
Khartoum, Sephara Samanar, Gutamus. Elar Sumaris, Azaratha, Rakas, Inkula. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passierten. Es ist nicht zu retten. Ich wusste es. Können wir unseren Standort bestimmen? Ist dies Kalimdor? Wir sind immer westwärts gereist, wie befohlen. Das müsste es sein. Wohlan denn. Wurden Spuren von Grom Hellscream oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Seit wir getrennt wurden, nicht. Rüstet zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es bis hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Ich bin Kern, Häuptling der Blothuftauren. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein, mein Dorf ist in Gefahr. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles Wild aus der Gegend vertrieben, und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden, zu den grünen Wiesen von Malgor. Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja, in der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Thrall. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen.